Aloha Wohnzimmerkapitäne, Aloha Seekräuter. Herzlich willkommen zu diesem Video, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir wollen euch die Werft in Update 0811 ein bisschen näher bringen und euch ein paar Tipps und Tricks mit auf den Weg geben und überhaupt erklären, wie diese ganze Geschichte funktioniert. Der Konstruktionsprozess ist ja recht komplex bei der Puerto Rico. Und wir haben hier am Ende, ja, so hat es Wargaming dann dargestellt, 6 Abschnitte. Hier ist die englische Bezeichnung Stage genannt pro Abschnitt. Und jeder Abschnitt ist wiederum in 6 Phasen geteilt, ja, also Unterabschnitte, wenn man dazu sagen möchte. Für jedes Erreichen oder Vervollständigen einer Phase, ja, bekommt ihr eine Belohnung. Hier sind es Free XP, hier in Abschnitt 5 gibt es einen Tag Premium-Spielzeit. Nach den ersten 6 Phasen ist der erste Abschnitt fertig und ihr bekommt quasi ein Weihnachtsgeschenk. Nach dem zweiten Abschnitt dann ein großes und nach dem dritten ein mega Weihnachtsgeschenk. Ihr kennt die ganzen Inhalte, die haben wir euch ja in der Flaschenpost Deep Talk 0811 schon ein bisschen erklärt, wie das alles funktioniert. Ja, und nach diesen 3 Abschnitten seid ihr theoretisch schon in der Lage, mit Dublon dieses Schiff direkt zu kaufen. Da gehen wir dann aber später nochmal drauf ein, was ihr dann investieren müsst. Ja, hier geht es dann auch weiter, Abschnitt 4, 5 bringt dann jeweils eine permanente Tarnung am Ende, dazwischen die ganzen Signale. Und in Abschnitt 6, wenn ihr dann die 6 Phasen auch fertig habt, dann kommt die Puerto Rico da raus mit einem 10er Kapitän und einer besonderen Tarnung. Jetzt wollen wir uns das alles aber mal angucken, wie genau die ganze Geschichte hier losgeht. Ganz wichtig ist, für euch fängt diese Bauphase quasi schon am 12. Dezember an. Vom 12. bis 15. Dezember solltet ihr unbedingt einmal eingeloggt sein. Das Schiff fängt dann noch gar nicht an zu bauen, aber ihr solltet trotzdem in diesen 4 Tagen einmal eingeloggt sein, um eben diese kostenlose Boosterverbesserung einmal zu aktivieren, damit ihr eben sofort einen geringen Wert an Sofortpunkten bekommt und sobald am 16. Dezember dann die Kiellegung stattfindet, ne, und ihr sofort die ganzen Bonuspunkte pro Minute bekommt, nämlich hier dann eben diese 125 Punkte pro Minute, ja, die bekommt ihr eben dann, wenn ihr diesen Booster da oben mit benutzt habt, ja, und da sind wir auch schon bei dieser Kerngeschichte. Was sind denn Booster eigentlich? Es gibt eigentlich 2 Booster in dieser Variante. Es gibt nämlich die kostenlosen Booster, die ihr auf der linken Seite in weiß seht, und es gibt die Dublonen-Booster, so habe ich sie jetzt mal genannt. Das sind die goldenen, ja, die kosten Dublonen eben. Ne? Ohne Booster werdet ihr nicht innerhalb des Zeitraums die Puerto Rico fertiggestellt bekommen. Das heißt, ihr müsst zwangsläufig in Booster investieren. Ob nur kostenlos mit Schiffsbaumarken oder mit Echtgeld durch Dublonen. Ja? Jeder Booster sollte immer so früh wie möglich gebaut werden. Also sobald ihr wieder die Schiffsbaumarken parat habt, also für die erste und zweite Variante, dann 200 Schiffsbaumarken, für die dritte und vierte sind es dann 300 Marken und für den fünften bis achten Booster 350 Marken. Das heißt, summa summarum gibt ihr da 2400 Marken aus. Ihr könnt aber mehr als diese 2400 Marken erspielen. So viel sei schon mal vorweg gesagt. Ihr werdet also nicht gezwungen, Dublonen auszugeben. Das ist nur für diejenigen, die nicht so viel Zeit haben, was natürlich auch eine Menge Menschen da draußen betrifft, die dann bei der Familie sind, weggefahren sind, wie auch immer, und eben nicht die ganzen sich durch die Direktiven kämpfen können und so eine ganzen Geschichten. Ja, wie gesagt, am 12.12. unbedingt den kostenlosen Booster zuerst auslösen, das ist der erste Schritt, ne? Und dann geht es halt los, am 16. Dezember wird dieses Schiff auf Kiel gelegt, automatisch, ihr müsst euch nicht einloggen, ihr müsst keinen Button drücken, gar nichts. Ja, und diese Schiffsbauphase geht maximal bis 13. Januar. Also ihr müsst zusehen, dass dieses Schiff bis zum 13. Januar so doll verbessert hat, also eure Werft so doll verbessert habt, am besten möglichst frühzeitig, dass ihr das Schiff bis zum 13. Januar fertig gebaut bekommt. Das könnt ihr übrigens abrufen, indem ihr hier über die Punkte pro Minute hovert mit eurer Maus, dann geht so ein Dropdown-Menü im Spiel dann auf und da sieht man dann, wie viel Abschnitte oder wie viele Phasen man vervollständigen wird bei der jetzigen Anzahl an Punkten plus die Punkte der Minute. Ne, das kann man dann genau ablesen. Das heißt, da sieht man dann, ob man noch etwas tun muss an Boostern oder eben nicht. Ne, hier ist es nur ein Foto, deswegen geht jetzt hier das Kontextmenü eben nicht auf. Ne. Dann kann man hier oben noch sehen, wie viele Marken ihr habt, wie viele Tage
noch sind sozusagen. Ja, 27 Tage, 23 Stunden, 58 Minuten, 32 Sekunden und so weiter. Und hier seht ihr dann auch die Kosten. Ne? Die stehen ja da drunter. Hier werden dann 200, 200 stehen. Das hier ist ein Foto vom PTS, deswegen sind die Werte hier andere. Auf der rechten Seite steht jetzt hier 1000 Dublonen. Lasst euch nicht irritieren. Es sind 8000 Dublonen. Wie gesagt, dafür bekommt ihr noch ein mega Weihnachtsgeschenk dazu für jeden Dublonenbooster, den ihr benutzt. Diese Schiffsbaumarken, wie bekommt ihr die? Ihr bekommt die durch Direktiven des Events, also eine der sieben Direktiven müsst ihr einfach immer fertig machen, wenn der Zeitraum so aktiv ist. Ja, und die werden ja dann nacheinander euch dann gut geschrieben. Immer wenn ihr eine Direktive abgeschlossen habt, bekommt ihr eben Marken dafür. Für die erste Direktive 200 Marken, für die zweite 250 und für die dritte bis siebte Direktive je 300 Marken. Das sind 1950 Marken, die ihr nur durch die Direktiven alleine bekommen könnt. Darüber hinaus könnt ihr 640 Marken erspielen durch die täglichen Herausforderung. Das sind dann diese Aufgaben, wenn ihr euch einloggt und dann müsst ihr eine gewisse Anzahl an Base XP erfarmen und nur gewonnene Gefechte zählen nachher ab der vierten, ab der dritten sogar schon. Dritte, vierte, fünfte, sechste Aufgabe müsst ihr immer gewonnen haben, also zum Beispiel auch im Koop machbar oder so Sachen. Und dann gibt es ja noch die täglichen Lieferungen, da kriegt ihr auch nochmal 75 Marken davon gut geschrieben. Am Ende kommt ihr dann auf 2665 Marken, die ihr im Spiel frei erspielen könnt. Und ja, 2400 müsst ihr in die Werft investieren oder solltet ihr in die Werft investieren, damit auch wirklich jeder Booster gesetzt ist. Umso mehr sie gesetzt sind, desto schneller ist das Schiff eben fertig. Ja, wir können jetzt hier mal noch so ein bisschen durchklicken. Ihr seht, was jetzt hier passiert. Hier wurden jetzt eine Premium-Variante und eine Standard-Variante gebaut. Hier sind jetzt die Punkte pro Minute sind jetzt auch gestiegen. Ihr bekommt ja eben pro Booster sofort Punkte. Ja, das sind dann die, die in der Skala sofort aufgefüllt werden. Und ihr bekommt Punkte pro Minute geboostet. Also beide Varianten. Ne? Einmal wird hier das Konto eben aufgefüllt und einmal wird eben der Wert, mit dem die Punkte quasi steigen pro Minute, gesteigert. Nochmals zur Erinnerung, die Punkte zählen auch weiter, wenn ihr ausgeloggt seid. Ihr müsst da gar nichts weiter machen. Die Werft erreicht ihr im Übrigen darüber, dass ihr einfach in eurem Hafen seid, auf der linken Seite. Und da gibt es dann einen Reiter, der nennt sich dann Werft oder Schiffsbau oder sowas in der Art wird das dann sein. Da, wo ihr auch den Button immer für die täglichen Lieferungen findet oder für eure Container, die ihr beim Frachtschiff abruft, da eine der Schaltflächen wird dann eben Werft heißen. Ja, jetzt haben wir über alle möglichen Varianten schon gesprochen. Ich sagte ja vorhin, ab Phase 18 ist das Schiff sofort durch Dublonen abschließbar. Jede Dublonenphase kostet 8000 Dublonen. Es bringt ein mega Weihnachtsgeschenk. Heißt, ihr müsst am Ende 24.000 Dublonen investieren, wenn ihr das Schiff quasi ab dem dritten Abschnitt sofort haben wollt. Ne? Also das nur noch mal so als Hinweis, ist vielleicht nicht unbedingt so die erstrebenswerteste Sache, sage ich es einfach mal. Es sei denn, man kann nicht anders und will den Dampfer unbedingt haben. Kann ich sogar nachvollziehen, weil der ist schon ziemlich, ziemlich stark, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, und ja, wenn ihr wieder erwarten, euch irgendwie verschätzt habt oder nicht rechtzeitig fertig geworden seid, wie auch immer, dann ist natürlich nicht sofort nach dem 13. Januar das Schiff weg. Es wird weiter in der Werft stehen, aber es wird nicht mehr weitergebaut. Ja, es wird nicht mehr diese Punkte pro Minute geben, sondern ihr bleibt da stehen, wo der Wert dann in diesem Moment gerade steht. Ja, und wenn es eben ganz kurz vor knapp ist, ja, wenn wir jetzt mal weiterschauen, hier wurde es dann ja schon weitergebaut und am Ende steht es dann hier beim Ausrüsten möglicherweise und ihr seid einfach noch nicht ganz fertig. Ja, scheiße ist das. Sagt ihr euch vielleicht, dann gibt es immer noch die Möglichkeiten, das Schiff weiter voranzubringen. Und zwar einmal durch Dublonen, ja, und zum anderen eben durch Schiffsbaupunkte, die ihr möglicherweise noch nicht ausgegeben habt. Also wenn hier oben noch welche übrig sind, dann könnt ihr die immer noch boosten. Allerdings funktioniert ja dann nur noch ein Teil des Boosters, weil jetzt, also in dem Zeitraum vom 16. Dezember bis 13. Januar, gibt es eben zwei Booster. Einmal für die Booster pro Minute und einmal für die Sofortgutschrift der Punkte. Ja, nach dem 13. Januar wird es eben so sein, dass es nur noch die Sofortpunkte gibt. Ja, heißt, es wird für euch eigentlich nochmal schwerer oder sogar nochmal teurer in dem Sinne. Ja, nächster Punkt ist, dass ihr diese Marken, wenn ihr sie zum Beispiel gar nicht ausgibt oder welche übrig behaltet, erstattet bekommt, nämlich pro Marke, die übrig ist, kriegt ihr 7500 Credit-Punkte. Dann gut geschrieben, wenn ihr zum Beispiel die Puerto Rico gar nicht bauen wollt. Ja, das ist dann also auch nochmal ein finanzieller Vorteil. Und für die Anfänger unter euch, ihr müsst mindestens 70 Gefechte gefahren sein, damit ihr diese Option im Spiel überhaupt seht und euch die Puerto Rico erbauen könnt. Am Ende sieht die ganze Geschichte dann übrigens so aus. Das ist dann die Tarnung, hier mit den Menschen an Bord überall.
Und den Kapitän sieht man jetzt natürlich nicht, aber die Puerto Rico sieht man, die hier im Hafen von New York steht. Ja, und ich hoffe, dass euch jetzt diese ganze Geschichte, diese Erklärung für die Werft ein bisschen hilft, einzuschätzen, wie diese ganze Geschichte eben funktioniert, wie viel ihr an Zeit investieren wollt, müsst. Wir wissen natürlich jetzt nicht genau, wie die direktiven Aufgaben sein werden, aber als kleine Vorbereitung schon mal, wir werden am 12.12. einen Livestream um 20.15 Uhr bei uns auf dem YouTube, Twitch, Facebook und Mixer-Kanal veranstalten und da könnt ihr dann auch dabei sein und auch nochmal eure Fragen stellen, wenn da noch Fragen offen sind. Da gehen wir dann auch gerne nochmal auf die Werft eben drauf ein, wenn ihr das möchtet. Ich kann mir gut vorstellen, dass da noch eine Menge Fragen gibt. Ich hoffe, ich konnte die meisten hier in dem Video beantworten und wenn dem so ist, lasst mir bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst und empfehlt uns gerne weiter. In dem Sinne, ich sage danke für eure Zeit, bis zum nächsten Mal. Euer Secrets Team, euer Andi. Ciao, ciao.